So, diese Dumme, die Sie sehen, die kennen wir super gut. Die muss für uns immer rumlaufen und durchgehen. Hält sich aber meistens zurück. Und ich war ein bisschen spät dran, weil ich wollte, war dabei, dieses Kommentarvideo zu machen, aber habe mich dann entschieden, doch eine etwas bessere Auflösung zu nehmen. So, ja, also mit dem Mann, der mich da kontaktete auf Google Plus, ist unsere Position noch viel besser. So, Sie kennen unsere Forderung. Ich möchte nochmal die Sicherheitsdienste und Geheimdienste sagen. Sie sollen das machen mit dem Auto und so weiter. Das werden sich ja wohl zutrauen, damit wir erstmal verschwinden können und untertauchen können. So, wir sind für Deutschland nicht weg. Ich muss erstmal ganz genau wissen, was hier ist. Mein Gott. Das möchte ich auch mal andere Länder sagen, die Deutsch noch ein bisschen verstehen oder das auch mal ein bisschen übersetzen. Oh, oh, diese Politiker in der BRD, in der alten BRD. Oh, 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 oh. Wir haben tatsächlich, obwohl sie uns total isoliert haben, in allem ganz genau recht gehabt. Das muss man sich mal überlegen. Obwohl sie uns immer wieder getäuscht haben und uns immer wieder lächerlich machen wollten. Wir haben wirklich in allem ganz genau recht gehabt. So, sie stehen auch schon wieder für uns. Sie denken, wir haben irgendwas oder so. Keine Angst, Leute, ihr könnt uns mal. Ne? Selbstverständlich genießen wir noch die frische Luft. Das ist mir doch egal, was heute Abend wieder im Haus für uns Treppenhäuser abzieht. Das ist uns doch egal, ne, Nadel? Ja. Zur Not mache ich euch gleich wieder rund. Dann spielen wir wieder Gefechtsalarm. Ihr seid irre, nichts anderes. So, möchte mal sagen, so, wenn einer ein paar Scheine übrig hat oder so, würden wir uns freuen, wenn er so einen zusteckt, ne, Nadel? Damit wir vielleicht dann erstmal eine andere Wohnung kriegen und erstmal von den Behörden lösen. Oder damit wir die Flucht antreten. Aber dann müssen schon ein paar Scheine mehr sein. Sollte man sich genau überlegen. Oder nicht? Ja. So, die Penner sind andauernd um uns dran. Also müssen wir sehen, dass wir das dann anders hinkriegen. Trotzdem sollten sie uns dann von beiden schon mal einen Schein zeigen. Und dann wissen wir Bescheid. Und nicht Nadel. So, ansonsten bitte ich dringend um Solidarität. Sammeln Sie für uns da, besonders die im Osten, die kennen es ja, wenn man wenig hat. Ne, wenn man spart in der Not, dann hast du Zeit dazu, damit wir erstmal verschwinden können und erstmal in Sicherheit bringen. Das möchte ich auch nochmal sagen, den Geheimdiensten, die denken, oh, das macht er, schafft er damit nie. Genauso mit der Aufmerksamkeit, genauso schaffen wir es. Genauso wird keiner an uns rankommen. Wir sind nur dick. Wir sind nicht verweichlicht oder so. So, und das möchte ich nochmal eindeutig sagen, damit man den Wahrheit gerade hat. Ich habe vor niemandem Angst. Die haben grundsätzlich immer alle Angst vor mir. Und das ist auch gut so. Danke für die Aufmerksamkeit.